So, und schnell zurück. Wäre nämlich eigentlich ganz gut, wenn wir im Dingens kämpfen würden. Tun wir jetzt aber nicht. Wir haben ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Oh! Ich würde sogar sagen, wir steigern hier nochmal unsere Produktion. Ihr habt nicht genügend, benötigen Unterstützung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir haben ein Mutterschiff der Taldarim zerstört. Ausgezeichnet. Es bleibt nur noch eines. Ihr müsst zu. So, einmal mitnehmen. Schaffen wir noch die erste Welle? Nee, aber wir sollten hier ein bisschen was freiraten können. Oh, der kann stormen, glaube ich. Hat er aber nicht gemacht. Warum auch immer. Volle Systemleistung. Feuer freigegeben, Kommande. Underkor Herak. So. Seid ihr gekommen, um euer Ende zu finden? Oh, das ist wieder. Ist das nicht wieder der Benjamin Blüthi-Sprecher? Nee, der Herr Tierlieb-Sprecher ist das wieder. Ende sein, sondern ein neuer Anfang. Wie schade, dass ihr mit Amons Streitkräften beschäftigt seid und nicht die Zeit habt, es zu genießen. Also schnell nach Hause. Wir haben wieder relativ viel Gas, ne? So, leider ist es ein bisschen früh für uns. Meine Einheiten brauchen noch einen Moment. Ich hoffe, diesen Moment bekommen wir. Kommen wir durchaus. Ups. Hör hier hin. Wollen noch die Cannons halten, dass sie endlich mal durchkommen. Oh, jetzt kommen sie tatsächlich von beiden Seiten. Jetzt haben wir hier die Cannons verloren. Aber ich glaube, das war es hier schon. Ne, da kommt noch ein Busch. Schon wieder Supply Blocked, Alter, wie oft wir hier Supply Blocked sind. Okay. Ihr könnt eure Mission fortführen, Artanis. Machen wir, Alarak. Echt nur eine Base eigentlich? Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Wir haben relativ viel Energie, wir sollten die mal nutzen. Schließt euch uns noch an, wenn ihr es für so berauschend haltet.
muss ich meine Kraft für den Kampf gegen Malash bewahren. Feindliche Schiffe nehmen Kurs auf unsere Menschen. Ja, sind schon lange tot. Dieser Krieg benötigt Unterstützer. Oh. Noch 2 Minuten 11. Das sollten wir nicht schaffen können. Endlich wieder Vespinas. Oh. Fokus! Danke, Hierarch. Ich möchte mir nicht vorstellen, was Sie damit vorhatten. Energie. Nicht genügend Mineralien. Wir sind ein bisschen einsam, sind wir hier. Peradak benötigt die Unterstützung. Oh, hier ist eine Base. Die können wir wahrscheinlich ganz gut gebrauchen. Und sollten uns die dementsprechend auch mal gönnen. Die hätten vielleicht ein bisschen früher finden sollen. Jetzt ist hier Phoenix im Weg. Was ist das denn für ein Scheiß? Der Nebel wird dichter, Artanis. Trefft Vorbereitungen, wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß nicht, ob das hier auch angegriffen wird. Vielleicht können wir inzwischen sogar splitten. Ich glaube sogar, das können wir. Also wenn die jetzt einfach die Echse angreifen, dann kennen sie mit die einfach nochmal kurz. Wieder Supply blocked. Wir sollten nochmal unseren ja. Dann warten wir noch mit der Echse. Bis der Nebel sich verzogen hat. Damit darf er schon möglichst alle angreifen. Vielleicht Doppelwelle von hier. Oh ja, frech. Benötigen Unterstützung. Basis wird angegriffen. Peradak Kural. Wir haben nicht genügend Mineralien. So, wo seid ihr denn hingegangen? Das grenzt ja schon an Arbeitsverweigerung hier. So, Nebel verzieht sich. Heißt, wir machen uns mal hier hin auf. Ihr könnt eure Mission fortführen, Artanis. Nicht tot zu kriegen. Achievement bekommen. Vermute mal, ein Achievement ist, das Ganze zu schaffen vor der x-ten Welle. Terrazingas. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen ärgerlich für den Zealots. Ich will nämlich jetzt alle meine Sentries. Naja, macht nix. Wir wollen eh eigentlich auf Mars eher. Oh, ist schon tot.
Ich hoffe nur, dass das stimmt. Feindliche Schiffe nehmen Kurs auf unsere Nexus. Ja. Peradak Kural. So soll es geschehen. Synchronisierung wird angegriffen. Volle Systemleistung bündelt das Licht. Prisma. Dieser Krieger ist schwach. Ich tue da eine Energieweiterung. Phasenkristalle aufgeladen. Synchronisiere. Kas Arasha. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Akku-Abfall. Kalibriere Linsen. Da waren wir ein bisschen schlecht drauf vorbereitet, das gebe ich zu. Aber auch unfair, dass hier ein Angriff kam. Mitten im... Mitten in der Angriffswelle von uns. 30 Sekunden, oder? Das schaffen wir gar nicht mehr. Ja, komm, wir müssen direkt wieder zurück. Und hier auf 2. Hier auch mit auf 2. 1 hier, 2 da, 3 hier. Ich denke, hier werden wir ein bisschen Unterstützung brauchen. Ersten Minerals hier schon alle, das Gas auch langsam. Wobei Gas haben wir echt noch so viel. Ich bin jetzt natürlich auch gerade in dem Moment hier rüber sliden, wo hier die Angriffswelle kommt, natürlich. Wir sind aber auf Move Command. Ach ne, Kolosse können eh nicht in die Luft schießen. Wahrscheinlich waren die nicht mal auf Move Command. Oh. So, 40 Sekunden noch. Da unten kommt wieder ein Push. Das nochmal abräumen. Der Nebel lichtet sich. Ein idealer Zeitpunkt, meine Feinde zu töten. Bündelt das Licht, Peradak Kural. Nicht genügend Mineralien. So soll es geschehen. Wir werden Rache üben. Benötigen Unterstützung. Oh. Phasenkristalle aufgeladen. Prismakern online. Energie bei 100%. Phasenkristalle aufgeladen. Benötigen Unterstützung. Volle System. Ja, wie gesagt, ich würde gerne alles zerstören. Weil das wieder so eine klassische Mission ist für das Achievement: Zerstöre alles. Das Licht AU. Energie bei 100%. Das sorgt per Attack. Jetzt können wir wieder pushen. Feindliche Schiffe nehmen Kurs auf unseren Nexus. Das Licht AUS. Kalibriere Linsen. Prismastrahl wird ausgerichtet. Wird ausgeführt. Nein! Die sind dran vorbeigeflogen. Kristalle aufgeladen. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld.
kann nicht mal was warpen. Oh, jetzt ist Phoenix auf dem Highground gefangen. Dann ist hier sogar abgesichert, dass du hier nicht mit einfach Wortwies dran vorbeifliegst. Ja, ich glaube, wir schließen jetzt einfach mal ab. Ich glaube, wir müssen da nicht alles zerstören. Hallo? Könnt ihr den mal töten nehmen? Achso, wir haben schon gewonnen, deshalb zerstöre ich das nicht mehr. Das wird euer Tod sein, Alarak. Der dunkle Gott wird euch zerstören. Ich bin seiner Lügen überdrüssig. Euer Ritual ist abgeschlossen. Was jetzt? Nun, sie waren nicht Teil des Rituals. Aber diese Verräter hätten Malasch dabei unterstützt. Und es war mein Wunsch, dass sie sterben. Jetzt ist die Zeit gekommen. Hochlord, hört mich an. Ich rufe das Rakshir aus. Stellt euch mir, wie es unsere Gesetze vorschreiben, oder sterbt als Feigling. Unser Kampf wird bei Tagesanbruch beginnen. Ihr sollt eure Herausforderung bekommen. Okay, Schritte des Rituals haben wir geschafft, den Rest nicht. Nichten Sie einen... Ja, okay, während der Nebel aktiv ist. Bevor der vierte Nebel aufzieht, auch das habe ich mir gedacht. Wir haben 5 gebraucht. Hängt aber tatsächlich, glaube ich, zusammen einfach mit diesen Wächterschiffen, die wir kurz mal verpasst hatten. Ich glaube... Ohne die hätten wir es auch geschafft. Ah, vielleicht nicht, wenn ich mir Zeit gelassen hätte. Über die ihr nach Belieben verfügen könnt. Wir sind nicht hier, um unter falschem Vorwand eure Feinde zu töten. Täuscht ihr mich ein weiteres Mal, so hat unsere Allianz ein Ende. Ihr habt Malaschs Wächter nicht umsonst getötet. Sobald der Hochlord tot ist, wird niemand meine Herrschaft in Frage stellen. Nach all diesen Jahren ist der Sieg endlich greifbar. Ich spüre seine Sorge, Artanis. Er weiß, dass ich komme. Malasch? Nein, Amon. Durch den Hauch der Schöpfung kann ich hinter den Schleier sehen. Oh ja, ich spüre seine Wut. Er weiß, dass ich ihn nicht mehr fürchte. Dass die Taldarim keine Garde haben, die er kontrollieren könnte. Ich werde die Auserwählten gegen ihn wenden. Wähnt euch nicht schon siegreich, Alarak. Lasst nicht zu, dass das Terrazin euren Verstand vernebelt. Ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Der Kampf ist bereits gewonnen. Im Geiste versetzte ich ihm auf 1000 verschiedene Arten den Todesstoß. Ich habe gelernt, dass die eigene Vermessenheit der beste Verbündete des Feindes ist. Spielt Malasch nicht in die Hände. Niederlagen sind euch wohl bekannt. Okay. Das Ritual beginnt erst am nächsten Mal. Wir können nochmal mit Alarak sprechen. Malasch hat sich aber als gefährlicher Anführer bewiesen. Oh ja. Deswegen wird mein Sieg über ihn auch umso köstlicher sein. Ist er denn aus vielen dieser Riten siegreich hervorgegangen? Aus zahllosen. Er ist die Leiter mit brutaler Entschlossenheit hinaufgestiegen und hat jegliche Opposition niedergemäht. Es ist, als sei er vom dunklen Gott gesegnet. Man nennt ihn die Klinge Amons. Und dennoch wurde er herausgefordert? So ist unser Brauch. Er hat jeden Sieg mit genüsslicher Grausamkeit ausgekostet. Malasch amüsiert es, seine Widersacher an den Rand des Todes zu führen und sie noch darüber hinaus zu peinigen. Daraus lässt sich schwer Trost schöpfen, Alarak. Trost ist eine Lüge, die Kinder schützen soll.
bis sie den Prüfungen und Schmerzen der Realität gewachsen sind. Lasst mich allein. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Gut, gut. Können mit Vorazun reden. Die Kette des Aufstiegs ist ungeheuerlich. Das gleiche dachten die Kalai einst über den Pfad der Schatten. Das könnt ihr nicht vergleichen. Unsere Gesellschaft beruht nicht auf... Ihre Kultur gründet auf einer festen Hierarchie. Diener und Meister. Ihre Mitglieder haben sich Amon verschrieben und müssen sich ihm immer wieder aufs Neue als würdig erweisen. Doch sie wurden belogen, Matriarchin. Wie wollt ihr sie ändern, wenn das alles ist, was sie jemals gekannt haben? Auch unsere Völker kannten einst nur Hass und Misstrauen einander gegenüber. Ja? Wir betrachteten eure Sitten als barbarisch. Und ihr hieltet die unsrigen für grausam. Mit den Tal'Darim verhält es sich ebenso. Wenn es uns gelingt, Amon zu vernichten und sein Verrat offenbar wird, dann wird ihre gesamte Gesellschaft sich fragen müssen, wer sie wirklich sind und wer sie sein wollen. Okay. Konzilpult. Die Angriffsschiffe sind jetzt bereit zur Inspektion. Angriffsschiff. Wir haben Phasengleiter, die haben wir schon gesehen. Sehr mächtig. Oder Zerstörer. Angestellter der Zerstörer spaltet sich und fügt im Verlauf des Kampfes weiteren Zielen in der Nähe Schaden zu. Okay. Was hatten wir hier noch? Hat die Reichweite der Phasengleiter. Ne, da bleibe ich bei den normalen Phasengleitern. Können auch noch was beim Koloss ändern. Zornbringer. Kann Klippen hinauf und hinuntersteigen, greift einzelne Ziele an und fügt hohen Schaden zu. Aber das ist dann gegen Einzelziele, aber Kolosse sind für mich eher für Flächenschaden und deshalb machen wir das. Oder lassen wir das. Karax. Der Schlüsselstein. Er reagiert. Höchstwahrscheinlich auf leeren Energie auf der Planetenoberfläche. Ich habe das gleiche Phänomen bereits auf Ulna beobachtet. Das Terrazin muss direkt mit der Leere verbunden sein. Die Tal'Darim nennen es den Hauch der Schöpfung. Sie glauben, durch den Konsum von Terrazin direkt mit Amon sprechen zu können. Hat dann Tosh auch mit Amon gesprochen, weil der war doch auch die ganze Zeit auf Terrazin? Ich kann nicht abstreiten, dass sie durchaus plausibel ist. Die Beschaffenheit dieser Substanz lässt darauf schließen, dass sie nicht aus unserem Universum stammt. Vielleicht ist sie ihnen deshalb so heilig. Sie suchen nach Planeten. Weil der hat ja auch immer von der Geisterwelt gesprochen. Und verwandeln sie in Tempel für ihren Gott. Möglicherweise war es eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wenn der Schlüsselstein ähnlich auf Terrazin reagiert wie auf leeren Energie, dann kann ich damit eventuell die Kapazitätsgrenze des Artefakts testen. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir müssen Vertrauen haben, dass das Blatt sich wendet. Mir wären konkrete Ergebnisse lieber, Hierarch. Amons Macht übersteigt selbst die der Königin der Klingen. Wir können uns keine Unsicherheiten leisten. Okay, und wir können aber noch Solarit verteilen. Allerdings haben wir die letzten Dings noch nicht freigegeben. Wir holen uns mehr Stadtversorgung, weil ich ja ständig so schnell genug bin. Und holen uns deshalb auch ein bisschen mehr Warp-Zeit, glaube ich. Dann sind die Pilotsteller da, wenn ich so bleiblang bin. Und damit würde ich sagen, gehen wir zurück auf die Brücke. Ja, ja. Die größte Bedrohung ist unsere Zeit, denn die ist jetzt vorbei. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr zu Feuer klicken. Unten rechts ausprobieren. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.